Heute kommen wir zu, jetzt kommen wir zum Thema Glücksbringer. Wir haben über die Wichtigkeit des Tauhids geredet. Über die Wichtigkeit des Tauhids. Wie wichtig es ist, ein vernünftiges Tauhid-Verständnis zu haben. Wir haben über die Huluhia geredet, wir haben über die Rububia geredet. Allgemein auch über Kategorien, dann über die Bedingungen von La ilaha illallah. Dann haben wir geredet über Beweise für die Existenz Gottes. Wir haben darüber gesprochen, dass man alles von der Religion lieben muss. Ja, wir haben darüber gesprochen, was Ibadah überhaupt ist. Da haben wir gestern drüber geredet, ja. So, und heute reden wir über Glücksbringer. Weil Glücksbringer etwas sind, was dem Tauhid, dem reinen Tauhid entgegenspricht. Und hier möchte ich euch noch etwas dazu sagen. Liebe Geschwister. Der reine Tauhid ist etwas, was der Umma zum Sieg verhilft, was uns nach vorne bringt. Wir hören es sehr, sehr häufig, liebe Geschwister. Man redet beispielsweise über ein islamisches Thema. Man redet über das Gebet. Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren darüber gesprochen. Ich bin in einer Moschee am Reden und dann taucht jemand auf vorne. Ja, ich möchte keinen verurteilen wegen seinem Aussehen, aber das Aussehen sieht nicht gerade nach einem Alim aus. Ja? Sah eher aus wie jemand, der gerade aus der Disco gekommen wäre. Ja? Und ich spreche über das Gebet. Und da sind Jugendliche, die man zum Gebet aufrufen soll. Und dann springt er auf und sagt beispielsweise so ungefähr mit diesem Ton: Ja, du redest immer nur über das Gebet. Red mal über Kalifat. Ein wichtiges, so nach dem Motto, Gebet ist ja kein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema ist das Kalifat. Ach so? Echt? Also das Gebet ist kein wichtiges Thema. Wichtiges Thema ist eher das Kalifat. Das ist das, was aus diesen Worten herauszuhören war. Was sagt der Prophet? Die tragende Säule des Glaubens ist das Gebet. Dann wofür ist überhaupt ein Kalifat da? Ein Kalifat ist dazu da, um die Rahmenbedingungen in einem Staat so auszurichten, dass es die besten Möglichkeiten und Rahmenbedingungen gibt, um Allah zu dienen. Und um das Gute zu bringen und das Negative oder zu vermehren, und das Schlechte abzuwehren oder zu verringern. Das ist der Sinn von einem Kalifat. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind optimal. Viele denken, ein Kalifat wäre dazu da, um Leuten die Hand abzuhacken. Das ist ein kleiner Bereich. Die Bildung ist ein viel größerer Bereich. Moscheen zu bilden, Leuten die Möglichkeit zu geben, auf dem Arbeitsplatz zu beten, beziehungsweise frei zu haben, um zur Moschee zu gehen, den Adhan laufen, das sind große, viel größere Bereiche. Das heißt, es geht darum, Allah zu dienen. Wenn du es noch nicht mal schaffst, jetzt, ja, Allah zu dienen, ob das fünfmalige Gebet am Tag zu machen, wer bist du dann? Und glaubst du wirklich, Allah wird uns ein Kalifat geben, wenn wir zu doof sind zu beten? Wer kriegt denn das Kalifat? Wer kriegt Khilafa auf der Erde? Wahres Khilafa. Wer kriegt das? Heute muss man ja vorsichtig sein. Ist jetzt besser mit der Kamera? Wer kriegt denn Khilafa? Hört zu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Hier. Das heißt, Allah hat denjenigen versprochen, die Gutes tun. Amelus Salihat, was ist Gutes tun?
das tun, was der Prophet alaihi salatu salam befohlen hat. Sei es ein Befehl vom Wujub oder Istihbab, Nummer 1. Und was ist da überhaupt die Säule? Das Gebet. Also Allah hat denen versprochen, die Gutes tun. Die glauben, Entschuldigung, und Gutes tun, dass er ihnen dass er ihnen ganz sicher ist, das heißt, das könnte man praktisch sagen, das ist, dass er denen eine Chila vergeben wird. Und dass er ihrer Religion eine feste Stellung geben wird. Und dass er ihnen nach ihrer Angst Sicherheit geben wird. Was sagt er dann? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Sie dienen mir und gesellen mir niemanden bei. Sie dienen mir und gesellen mir niemanden bei. Stell dir vor, zum Propheten alaihi salatu wasallam wäre jemand gekommen und hätte gesagt, warum redest du nur über dieses Thema Gebet? Warum redest du nur über dieses Thema? Man muss verstehen, zwischen Tamkin, zwischen der festen Stellung für die Religion und dem Praktizieren der Religion ist eine direkte Verbindung. Wann bekommen wir das? Sie dienen mir und gesellen mir niemanden bei. Deswegen ist es so wichtig, zum Tauhid zu rufen. Deswegen ist es so wichtig, zu den guten Taten zu rufen. Das ist es. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es auch so wichtig für uns, über Schirk und Tauhid zu sprechen. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Sie dienen mir, gesellen mir niemand bei. Suche 24, Vers 55. Erstmal, die Frage, ob ich eher Jude oder Christ werden wollte, ist doch der größte Quatsch. Ich bin Muslim, Alhamdulillah, und das ist die einzig wahre Religion. Was du vielleicht fragen könntest, wäre, welche Religion ist heute näher an der Wahrheit, das Judentum oder das Christentum? So, und da könnte ich dir sagen, das Christentum ist näher an der Wahrheit aus der Perspektive, dass sie das Jenseits mehr beachten und die Verzeihung Allahs mehr beachten. Und das Judentum ist näher an der Wahrheit, weil sie besser praktizieren, bestimmte Regeln besser praktizieren und weil sie nicht daran glauben, dass Gott Mensch geworden ist oder für die Sünden der Menschen gestorben ist und dass es eine Erbsünde gibt. So, man muss schon lernen, wie man Fragen richtig formuliert. Subhanallah. So, und ich lese euch jetzt vor zu dem Thema Glücksbringer aus dem Buch von Bilal Phillips. Zur Zeit des Propheten Mohammed war es unter den Arabern Brauch, Armbänder, Armreife mit Perlen versehene Halsketten, Muscheln und dergleichen als Glücksbringer zu tragen, um Unglück zu vermeiden und Glück zu bringen. Talismen und Amulette kann man in allen Regionen der Erde in den verschiedensten Formen finden. Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln erwähnt, widerspricht der Glaube an Talismane den wahren Glauben an Allahs. So, jetzt sagt er etwas. Wo ist hier bei Talismännern der Schirk? Ich glaube, das bringt Gutes. Ich glaube, das verhindert Schlechtes. In der Rububiyya oder in der Uluhiyya? In der Rububiyya oder in der Uluhiyya? In erster Linie in der Rububiyya. In der erster Linie in der Rububiyya. Warum? Weil was haben wir gesagt, woraus besteht die Rububiyya? Mulk, Khalq wa Tadbir. Herrschaft, Schöpfung und Lenken. Wenn jemand sagt, dieser Glücksbringer bringt
Gutes oder Schlechtes, dann schreibt er ihm was zu, dass er das Bier hat, dass er lenkt, was in deinem Leben geschieht. Dass er lenkt, was in deinem Leben geschieht. Okay? Es gibt's kein Allah. Was ist das für einen Deutsch? Es gibt's, es gibt's. Oh Mann, es gibt's. Okay. Da rechtschaffene Dinge die Macht zugeschrieben. So, also nochmal. Widerspricht der Glaube an Talismane, Glücksbringer, dem wahren Glauben an Allahs Rububiyya, da erschaffenen Dingen, die, ich werde gleich auf Uluhiyya auch eingehen, weil das ist wichtig, es hat auch einen Zusammenhang zu Uluhiyya. Macht zugeschrieben wird, Unglück zu verhindern und Glück zu bringen. Der Islam wandte sich gegen diesen Aberglauben, der in Arabien zur Zeit des letzten Propheten aufkam, um die Grundlage zu schaffen, auf der solche Aberglaube und Praktiken verurteilt und verboten würden, wann und wo immer sie in der Zukunft auch auftraten. Solcher Aberglaube bietet in der Tat eine ideologische Grundlage für den Götzendienst in den meisten heidnischen Gesellschaften und die Talismane stellen einen Zweig des Götzendienstes dar. Diese Beziehung kann in der katholischen Kirche leicht erkannt werden, in der Jesus als Gott verehrt wird und seine Mutter Maria und Heilige angebetet werden und Bilder, Statuen, Medaillons mit ihren bildlichen Darstellungen aufbewahrt und als Glücksbringer getragen werden. Als die Menschen zur Zeit des Propheten des Islam annahmen, hingen viele dem Glauben an Zauber an, der im Arabischen allgemein unter dem Namen Tamaim, Einzahl Tamima, bekannt ist. So, jetzt kurz dazu. Wir haben gestern über Ibadah gesprochen. Ja, und wir haben über Uluhiyya gesprochen, Tawhidul Uluhiyya. Das Tawhidul Uluhiyya bedeutet, dass man Allah alleine anbetet. So. Im Allgemeinen ist es so, dass man über Talismane sagt, Glücksbringer sagt, dass sie Schirk und Rububiyya sind. Aber, wo könnte hier auch das Problem in der Uluhiyya sein? Wo könnte hier sein, dass man jemand anderen neben Allah anbetet? Denk mal nach. Was haben wir gesagt? Worauf ist Ibadah nicht nur beschränkt, wie einige Irregegangene denken? Ibadah ist nicht nur beschränkt auf Gebet, Fasten oder Hadsch, sondern was gibt es für Kategorien von Ibadah? Wir haben gesagt, es gibt Ibadah, Fi'liyah, das heißt Taten, das heißt Ibadat, gottdienliche Handlungen mit den Taten, wie zum Beispiel Sujud, Rukur etc. Dann gibt es gottesdienliche Taten mit dem Wort, wie zum Beispiel Dhikr, wie zum Beispiel Koran lesen. Natürlich soll alles auch mit dem Herzen verbunden sein. Adhan machen. Dann gibt es gottesdienliche Taten, Ibadat, mit dem Geld, Zakat. Dann gibt es gottesdienliche Taten mit was? Mit dem Herz. Ah, wie viele Leute gibt es, die irgend so einen Glücksbringer haben und total Tawakkul auf diesen Glücksbringer haben und totale Ehrfurcht vor diesem Glücksbringer haben? Khauf kann Ibadah sein, die Angst kann Ibadah sein, kann zu einer Stufe von Ibadah führen. Tawakkul, Vertrauen kann zu einer Stufe von Ibadah führen. Das heißt, das ist sehr, sehr gefährlich. Und die Liebe dazu, das ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Es gibt Leute, die sind sowas von abergläubisch für den größten Quatsch. Ich habe euch das ja erzählt mit diesem heiligen Christopher da. Das habe ich euch ja erzählt. So, und was haben wir gestern gesagt über Ibadah? Was haben wir da noch gesagt, was es da gibt? Bei der Ibadah, womit das was zu tun hat, Liebe, Unterwerfung, Angst. Und dann haben wir auch von den Motivationsfaktoren gesprochen, Liebe, Angst und Hoffnung.
Er hofft auf diesen Glücksbringer. Aber, hört mir zu, ich möchte nicht von euch, dass ihr hingeht und sagt, beachtet die gar nicht, dass ihr hingeht und sagt, jemand, der einen Glücksbringer hat, dass er aus der Religion raus ist. Im Allgemeinen ist es so, jemand, der glaubt, dass Allah dies zu einem Sebab gemacht hat, der ihm Nutzen oder Schaden bringt, der hat kleinen Schirk begangen. Wenn aber jemand glaubt, dass dieser Glücksbringer unabhängig von Allah Nutzen oder Schaden bringt, dann ist was? Dann hat er großen Schirk begangen. Ach ja, ist das schön. So, es gibt hier solche Spinner. Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Und die Ibadat al-Qalbiyya, die überlassen wir Allah. Nur, wir benutzen das, um die Leute zu warnen. Denn ich habe bisher noch von keinem Gelehrten gehört, Allahu alam, dass er gesagt hat, dadurch sind bei dir die Ibadat al-Qalbiyya, die Gottesdienste des Herzens, so weit, dass du Schirk begangen hast in der Angst, in der Furcht, in der Liebe, im Tawakkul. Aber es ist gefährlich, liebe Geschwister. Das möchte ich dazu sagen. Dann bringt der Sheikh hier einige schöne Beispiele. Und es gibt übrigens einen Hadith vom Propheten, man ta'alla katamimen an fakat ashrak. Wer einen Glücksbringer anbringt, hat Schirk begangen. Welcher Schirk ist im Allgemeinen gemeint? Nochmal. In der Rububiyya, in der Herrschaft Allahs, wenn er glaubt, dass das unabhängig von Allah Nutzen oder Schaden bringt, großer Schirk. Wenn er glaubt, dass das Schaden bringt, dass das Nutzen oder Schaden bringt, durch Allah, dann ist das kleiner Schirk. Okay, jetzt eine Frage. Wir haben gerade gesagt, dieser Glücksbringer, wenn wir glauben, der bringt Nutzen und Schaden, durch Allah ist kleiner Schirk. Was ist jetzt, wenn ich sage, ich habe ein Medikament, das bringt Nutzen oder Schaden, weil Allah das so erschaffen hat für diese Krankheit? Ist das ein kleiner Schirk? Ist das ein kleiner Schirk? Nein, das ist kein kleiner Schirk. Weil wir hier weltliche Beweise dafür haben, dass ein bestimmtes Medikament wirklich nützlich ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache viel Istighfar oder ich mache eine bestimmte Dua, ja, ist das dann, weil ich glaube, dass die Dua mir hilft, durch Allah, so wie der andere glaubt, der Glücksbringer hilft ihm durch Allah, ist das dann kleiner Schirk? Nein, das ist kein kleiner Schirk, weil Allah das ja durch seinen Propheten dazu beigebracht hat. Das ist ein Sebab Shar'i. Ein Sebab im Shar. Das andere ist ein Sebab im Qadr, in dem, was bestimmt ist. Das heißt, ein bestimmtes Mittel tötet. Ich glaube zum Beispiel, das Gift tötet. Dieses Gift ist tödlich. Weil Allah das so bestimmt hat in der Natur. Das ist kein kleiner Schirk, sondern es ist bekannt, dass dieses oder jenes Gift tödlich ist. Ich hoffe, das ist angekommen, inshallah. Ja? So, dann lese ich euch hier einige Sachen dazu vor. Einige Sachen dazu vor, die sehr interessant sind. Ja. Die Gefährten des Propheten befolgen streng, und wie gesagt, das Buch empfehle ich euch von Bilal Phillips, Tauhid. Die Gefährten des Propheten befolgen streng die Anweisungen des Propheten hinsichtlich Glücksbringer und Amulette. Daher gibt es viele Aufzeichnungen, in denen sie öffentlich oder privat gegen solche Praktiken Stellung nahmen, wann immer sie aufkamen. Urwa überlieferte, dass der Sahabi Hudhaifa einen Kranken besuchte und einen Armreifen an dessen Oberarm sah, ehe ihn abnahm und zerbrach. Hudhaifa rezitierte dann der Vers, wa ma yu'minu aktharum billahi illa wa hum mushrikun. Ja? Die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. So, der war krank, der hat einen Armreif gehabt.
und hat gedacht, dass Allah durch diesen armen Reif heilt. Okay? Was ist jetzt, wenn er einen Tropf hat, wo Medizin reinläuft? Hat er dann auch kleinen Schirk begangen? Nein, weil es wirklich Beweise dafür gibt. Oder sagen wir mal, man geht davon aus, dass es natürliche Gründe dafür gibt, die ihn dadurch heilen. Okay. Dann weiter. Wie bereits erwähnt, ist das Verbot von Amuletten, Talismanen nicht auf die arabischen Formen beschränkt, gegen die sich der Prophet aussprach. Wo auch immer ein Gegenstand zum gleichen Zweck benutzt wird, findet dieses Verbot seine Anwendung. Trotz des technologischen Fortschritts und der wissenschaftlichen Errungenschaften ist in der westlichen Gesellschaft der Gebrauch einer Vielzahl von Zaubern heute weit verbreitet. Viele Talismane sind mit dem Alltag so verflochten, dass nur wenige Menschen darüber nachdenken. Wird aber ihr Ursprung dargelegt, wird der Schirk, der ihm zugrunde liegt, klar erkennbar. Im Folgenden sind nur zwei Beispiele von den in der westlichen Gesellschaft beliebten Talismanen aufgeführt. Jetzt werde ich euch zwei Beispiele bringen, okay? Die man heutzutage auch in Europa sieht. Die Hasenpfote. Die Hasenpfoten von Hasen und deren goldene, silberne Nachbildung werden im Westen von Millionen an Ketten und Armbändern als Glücksbringer getragen. Der Ursprung dieses Aberglaubens beruht auf die Gewohnheit der Hasen, mit ihren Hinterpfoten auf den Boden zu klopfen. Nach alter Ansicht sprachen die Hasen mit den unterirdischen Geistern, indem sie auf dem Boden trommelten. Daher wurden die Pfoten als ein Mittel zur Überbringung der Wünsche an die Geister, wie auch als Glücksbringer allgemein bewahrt. Hier wird es natürlich ganz gefährlich. Wenn jemand glaubt, er bringt die Wünsche an die Geister im Boden, dann gehen wir in den großen Schirk hinein. Ja? Weil dann geht es schon so weit, dass es schon zu einer Anbetung geht und zu einem Hilfegesuch von irgendwelchen Geistern, Dschinn, die im Untergrund leben. Okay, das ist also eine ganz gefährliche Sache. Ja? Dann weiter. Hufeisen. Viele Häuser in Amerika haben Hufeisen über ihre Haustüren genagelt. Miniaturen werden an Armketten, Schlüsselringen oder Ketten im Glauben, dass sie Glück bringen, getragen. Der Ursprung dieses Aberglaubens kann in der antiken griechischen Mythologie gefunden werden. Im antiken Griechenland wurden Pferde als heilige Tiere angesehen. Wurde ein Hufeisen über eine Haustüre aufgehängt, wurde es als Glücksbringer betrachtet. Die offenen Ende mussten jedoch nach oben zeigen, damit es das Glück halten würde. Zeigt es jedoch unten, glauben sie, dass das Glückverlauf auslaufen würde. Der Glaube an Zauber überträgt erschaffenen Dingen die göttliche Kraft, Unglück abzuwenden. Und daher behaupten jene, die solchen Aberglauben anhängen, dass Allahs Rububiyya, Herrschaft, durch seine Schöpfung begrenzt sei. Tatsächlich schreiben sie diesem Zaubermittel mehr Macht zu als Allah, da sie von Allah vorbestimmtes Unglück abwenden können. Es ist also sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Das dazu. Jetzt werde ich noch einige andere Sachen erwähnen. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Die Muslime in Deutschland wollen alle Rapper werden. Das ist schon besser als in den 90ern. In den 90ern wollten die alle Zuhälter werden. Jetzt wollen die nur noch Rapper werden. Ich glaube, Rapper ist besser als Zuhälter, oder? Ist zwar noch nicht optimal, aber es hat sich schon einigermaßen verbessert. Wirklich so. In den 90er Jahren, wenn du in den 90er Jahren, wie viele Muslime gefragt hättest, Jugendliche, was ist dein Traumberuf? Hätten die gesagt, ich will mal Zuhälter werden, wie der so und so und so und so. Ganz, ganz schlimm. So. Erstmal kurz Tamaim. Tamaim, Shay'un yu'allaq ala al-awlad, yattakuna bihi al-ayn, ولكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. Das sind die Worte gerade von Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab schreibt den Kitab Tawhid über Tamaim, Glücksbringer. Er schreibt, das ist etwas, was an deinen Kindern angebracht wird, um sie vor dem bösen Auge zu schützen.
Aber wenn das, was angebracht ist vom Koran, wird, so haben es einige der Salaf erlaubt. Was sind die Salaf? Unter den Salaf sind die ersten drei Generationen gemeint. Der Prophet a.s. sagte, die beste Gemeinschaft, die besten Menschen sind meine Generation, dann die, die ihr folgt, dann die, die ihr folgt. Die Sahaba, die Tabi'un und die Tabi'ir Tabi'un. Das ist damit gemeint. Und hier gehe ich kurz auf eine Sache ein, die erwähnt wird. At-Tamaim Jam'u Tamima. Waqad dhukira tafsiruha mukhtasaran min qabl. وَهِيَ تَجْمَعُ أَنْوَاءً كَثِيرَةً فَالتَّمَائِمْ تَجْمَعُ كُلَّ مَا يُعَلَّقْ أَوْ يُتَخَثْ مِمَّا يُرَادُ مِنْهُ تَتْمِيمُ أَمْرِ الْخِيرِ Ja? للعبد أو دف الدر عنه ويعتقد في أنه سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. Ja, also er sagt also sinngemäß, ein Tamima ist etwas, was angebracht wird, und es gibt verschiedene Kategorien davon, wie wir eben gesagt haben, Hufeisen und so weiter und so fort. Ja? Und es ist dazu da, um für den Diener Gutes zu bringen und Schlechtes abzuwehren. Und der glaubt, dass das ein Grund ist, dass dadurch Schlechtes abgewehrt wird. Und Allah hat es nicht zu einem Sebab, zu einem Grund gemacht, weder im Schara, wie zum Beispiel eine Dua, um Gutes zu bringen, Schlechtes abzuwehren, noch im Qadr, das heißt wie zum Beispiel eine Medizin, die erwiesen ist, die plausibel ist, ja, dass das helfen kann. لَكِمْ مِنَ النَّاسْمَا يَكُولْ إِنَّمَا أُعَلِّكُ هَذِي الْأَشْيَا لِلزِّينَ. Jetzt, was ist, wenn man sowas anbringt, so ein blaues Auge oder so ein Glücksbringer als Schmuck? Ja, darauf geht jetzt der Sheikh ein, und das ist wie gesagt von Salih al-Sheikh, Kitab Tawhid von Salih al-Sheikh. Also es gibt jetzt jemanden, der sagt, ich mache das nur dran, diesen Glücksbringer als Schmuck. Und ich verinnerliche nicht diese Bedeutungen, die verboten sind. Ja? Dies sagen nur wenige Menschen. Fanakul. In alaqa at-tamaima lidaf'i darra wa itakada anna sababun lidhalik. Das heißt, wenn er diese Glücksbringer anbringt, um Schaden abzuwehren und glaubt, dass es ein Grund ist, um den Schaden abzuwehren, das heißt, Allah bringt dadurch den Schaden weg, dann hat er kleinen Schirk begangen. Schirk al-Asghar. Und wenn er es fest also anbringt, zum Beispiel ein Glücksbringer, ja, für Schmuck, wie zum Beispiel das blaue Auge, ja, فَهُوَ مُحَرَّمْ, so ist das auch verboten, لِأَجْلِ مُشَابَهْتِهِ مَنْ يُشْرِكْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ, weil er damit demjenigen ähnelt, der kleinen Schirk begeht. Das heißt für uns was? Dass wir solche Sachen auch nicht als Schmuck aufhängen dürfen. Denn der Prophet a.s. sagte, مَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, wer ein Volk imitiert, der gehört zu ihm, Hadith Abu Dawud 4031. Okay? So, dann jetzt kommen wir zu Tamima mit dem Koran. Ja? Hier wird auch etwas zugesagt. Sheikh Muhammad Abu Wahab sagt, وَكَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمْ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ. Und sie haben den Koran verabscheut vom Koran und von anderem als den Koran. وَلَهُ an Ibrahim. Da wird es Ibrahim Nach'i genannt. وَكَانُ دَمِيرْ يَعُودُ إِلَى أَصْحَابِ إِبْنِ مَسْعُودٍ. Ja? Ibrahim al-Nach'i war einer der großen Gelehrten im Irak gewesen, der auch Ibn Mas'ud getroffen hat. Ja? وَقَدْ سَبَكَ أَنَ هَذَا رَأَى إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَصْحَابُ يَرَوْنَ مَا يَرَوْهُ. Das war die Meinung von Ibn Mas'ud, einer der großen Gelehrten der Sahaba, und seine Gefährten haben das gesehen, was er gefährt hat. وَلَهُ an Ibrahim, also وَهُوَ Ibrahim al-Nach'i, كانوا الدمية يعود إلى أصحاب ابن مسعود لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. Ja, und dann sagt er, jetzt sagt Sheikh Uthaymin dazu, وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد تبرك وزينة.
كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة أو آية الكرسي أو القرآن كاملا فهذا كلها من البدع. Also Sheikh Uthaymin sagt, diese ganzen Sachen, die angeprangt werden vom Koran, ja, um Tabarruk, Segen dadurch zu bekommen oder Schmuck, er sieht das alles als eine Bid'a an. فَالْقُرْآنَ مَا نَزَلَ لِيُسْتَشْفَ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَشْ إِنَّمَا يُسْتَشْفَ بِهِ عَلَى مَا جَعَ بِهِ الشَّرْ. Ja, und der Koran ist nicht gekommen, um zu heilen auf diese Art und Weise, sondern er ist gekommen, um zu heilen, wie الشَّرْ, also das göttliche Gesetz, sage ich mal, der Koran und die Sunna es gezeigt haben. Und hier ist auch eine interessante Sache, die der Blair Phillips hier dazu sagt, in seinem Buch. Ja, es gibt halt, und das muss man sagen, es gibt einige der Salaf, die das erlaubt haben. Das wurde auch am Anfang des Buches erwähnt. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man auch davon Abstand nehmen. Und der Blair Phillips bringt ein schönes Beispiel in seinem Buch. Er sagt, der Koran ist ein Heilmittel, das ist keine Frage. Aber das Heilmittel muss man so einnehmen, wie das Heilmittel eingenommen wird. Beispielsweise, wie heilt der Koran? Indem ich den Koran lese, beispielsweise, oder über jemandem lese. Und nicht, indem ich an die Wand hänge. Stellt euch mal vor, ihr kriegt eine Medizin von einem Arzt. Und ihr geht nach Hause und hängt diese Medizin. Wohin? Ihr hängt diese Medizin an die Tür. Oder hängt die Medizin an die Wand. Das bringt uns nichts. Okay? Ob es Glückseligkeit im Islam gibt? Es gibt nur Glückseligkeit im Islam. Nur Glückseligkeit im Islam. Schau dir mal meinen Vortrag an, verpasse dein Leben nicht. Denn wenn du den Islam nicht praktizierst, Bro, dann verpasst du dein Leben. Ich habe einen Vortrag auf Arabisch, der heißt Limadal Muslimun As'adunas. Warum sind die Muslime die glücklichsten Menschen? Da rede ich aber von den Muslimen, die die Religion richtig praktizieren. Nicht von den Kulturmuslimen. Genau, Surat al-Falak, Nas, Ayat al-Kursi ist Schutz vor einem, richtig. Richtig. Dhikr, Shukran. Gebetskette, um damit zu zählen. Die meisten Gelehrten sehen das als erlaubt an, um damit Tesbih zu zählen, ja? Subhanallah, 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 weil das ein Hilfsmittel ist. Wie zum Beispiel ein Lautsprecher ein Hilfsmittel ist, um den Adhan laut zu machen, so ist das ein Hilfsmittel, um richtig zu zählen. Das ist keine Ibadah, kein Gottesdienst in sich selber. Wird Tarawih mit 8 Rakat Sunnah und 3 Rakat Witr gebetet? Das ist eine Version, die man machen kann, die sehr gut ist. Was soll man jemand sagen, der sagt, die Scharia-Polizei widerspricht dem Vers, es gibt keinen Zwang im Glauben. Erstmal, die Scharia-Polizei war ein Fehler gewesen. Aber die Scharia-Polizei war ja gar kein Fehler, war ja gar kein Zwang. Bei der Scharia-Polizei sind durch die Straße gegangen, haben Muslime angesprochen, die in die Spielhalle gehen wollen, haben gesagt, Bruder, ist es nicht besser, du gehst nicht in die Spielhalle, ist nicht besser. Das ist Amr bin Maruf wa Nahy an Munkar. Gute gebieten, schlechte verbieten. Nur Fehler war, dass sie diesen Begriff Scharia-Police gewählt haben. Bruder, Westwas ist kein Zeichen davon, dass man nicht wirklich glaubt, sondern eher ein Zeichen, dass der Shaitan dich zerstören will. Achte nicht auf die Westwas. Der Shaitan, ein Räuber geht nicht in ein Haus, wo er nichts zu holen kann. Was ist das Witr-Gebet, dass man mit einer ungeraden Zahl am Ende der Nacht das letzte Gebet der Nacht betet? Es können 3 Rakat sein, können 5 Rakat sein, können 7 Rakat sein, können 9 Rakat sein, können 11 Rakat sein, kann 1 Rakat sein. Am besten Dua machen, wenn man ein Grab besucht.
Dua für den Toten machen, wenn man ein Grab besucht. Nicht Koran lesen, am besten Dua machen, wenn man ein Grab besucht. Darf man Koran lesen, wenn man seine Periode hat? Man soll den Mushaf nicht anfassen. Aber gerade die Verse und Suren, die schützen, sowieso, kann man lesen aus dem Gedächtnis. Und man kann auch ohne Wudu den Koran ablesen von einem Handy, weil das kein Mushaf ist. Wallahu a'lam. Tasbih in Gemeinschaft. Ibadat machen wir nur in Gemeinschaft, wenn sie in Gemeinschaft vorgeschrieben sind. Der Asl, die Grundlage in Tasbih ist, dass man es alleine macht. Es sei denn in bestimmten Situationen, es sei denn in bestimmten Situationen, wo es dazu dient, den anderen auch beizubringen, wie sie den Dhikr machen. Natürlich kann die Sünde vergeben werden. Jede Sünde kann vergeben werden. Alles, wenn du Tauba davon machst. Homosexualität, Banküberfall, Schirk, Götzendienst, Mord, alles kann vergeben werden, wenn man Tauba macht, wenn man Allah um Vergebung bitten zurückkehrt. Okay, meine lieben Geschwister. Es ist besser, mit der rechten Hand zu zählen, wenn man Tesbih macht, als mit dem Tesbih. Weil die Hände am jüngsten Tag Zeugnis abgeben. Inshallah. Gut, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich euch was. Oh, boah, voll lang geredet. Ich wünsche euch was, muss ich mich beeilen. Bis dann. Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.